Tag zusammen, hier ist wieder Ben. Weiter geht's. The Legend of Zelda, Link to the Past. Wir stehen vor dem Sumpfpalast, den zweiten Dungeon hier in der Schattenwelt und wollen doch jetzt auch mal gleich hineingehen. Und zwar sehen wir hier, führt eine Treppe herunter. Und hier oben ist etwas, da kommen wir nicht ran, weil wir die Leiter da oben nicht erreichen. Schauen wir doch mal, was hier rechts sich befindet. Da rechts sehen wir noch irgendeine komische Schlangenkreatur aus der Wand ragen. Und hier sehen wir wieder einen Schalter. Ich glaube, das ist sogar diesmal Sarsula. Ben, ich bin es, Sarsula. Merke dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Das ist so ein kleiner Hinweis dafür, was man machen muss. Denn man muss hier oben raufkommen und man kann das nur mit einem bestimmten Weg erreichen. Denn mit dem Tipp von Sarsula, dass sich die gegenseitigen Welten irgendwie, ja, beeinflussen, müssen wir jetzt einmal in die Lichtwelt gehen. Und wir kennen das ja hier noch, denn hier waren wir ja schon einmal drin und haben den Schalter gezogen, womit wir dann hier das Becken leer gespült haben. Und genau das müssen wir jetzt auch wieder tun. Und zwar ist es diesmal der rechte Schalter. Nehmen wir gleich mal den richtigen. Und ich sehe hier noch so ein... Ich glaube, uns fehlt eine Fee. Oder? Ja, eine Fee können wir noch einsammeln. Verwandeln wir doch mal den Typen hier in eine Fee. Und komm her. So, haben wir schon mal wieder ein Leben mehr. Sehr, sehr schön. Und sehen, dass jetzt wieder dieser Damm hier geöffnet wurde. Das Wasser kann strömen. Und der Teich ist wieder leer. Und die Fische springen wieder quer durch die Gegend. Und genau das hat auch Auswirkungen auf die Schattenwelt. Denn hier sehen wir, dass es jetzt auch leer ist. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir, dass das Wasser fließt. Wir können hier reinspringen und können dann hier nach oben gehen. Und haben jetzt den weiteren Weg uns eröffnet. Und jetzt mal kurz diesen Gegner entledigen. Der irgendwo rumhampeln. Ja, komm her. Ja, das sind ein bisschen fiese Gegner, diese komischen Wattebäuschen, die da aus dem Boden ragen und dann einfach mal quer durch die Luft fliegen. Das sollen irgendwelche Wassertropfen sein, die sich dann in eine Gaswolke dann oxidieren und dann einen Angriff starten. Hier rechts sehen wir eine... hau ab! Oh Gott! Ja, die sind echt ein bisschen sehr nervig, dadurch, dass sie hier durch die Gegend bouncen. Das ist schon nicht so angenehm. Hier ist eine Truhe und da haben wir gleich schon die Karte. Wir schauen mal auf die Dungeon-Karte, sehen, dass er doch schon recht groß ist, dass es hier einige Stockwerke zu erkunden gibt. Und wir jetzt aber auch natürlich jeden Raum besuchen werden, wir müssen es auch. Und gehen dann wieder zurück hier in diesen komischen Raum, wo diese Wassertropfen dann... Aha! Und Leute, die noch Feuer spucken, da diese Dinger. Hier unten unter ist irgendwo ein Schlüssel, genau da. Und... Das ist echt nervig, dadurch, dass hier so viele Sachen durch die Gegend fliegen, ja hier auch. So ein Knochenskelett. Und wollen uns mal hier dieser Quallen entledigen. Man sieht immer, wenn wir einen Schlag ausführen, dann schießt dieses Gerät, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, man muss ziemlich vorsichtig sein, was man gerade... war das knapp. Man muss ziemlich vorsichtig sein, was man gerade tut. Ansonsten wird man, wie gesagt, von diesen Feuerbällen getroffen. Hier ist ein Schlüssel unter. Den nehmen wir uns auch mit. Denn damit können wir diese Tür hier oben öffnen und sehen, dass wir hier wieder nicht hineinkommen, weil das wieder, ja, nicht zu erreichen ist. Es sei denn, wir können es irgendwie fluten. Zur Seite schieben können wir es leider auch nicht, diese Statue. Dementsprechend gehen wir hier weiter und sehen hier auch wieder ein paar Skelette. Die mache ich mal kurz platt, damit die uns nicht nerven. Spielen wieder eine Runde, hau den Lukas. Legen diesen Schalter um. Wasser kann einströmen. Und ja, ihr könnt es euch sicherlich denken, wir können jetzt wieder eine Runde schwimmen und dadurch den neuen Weg erreichen. Hier aber noch eine kleine bröselige Wand. Sprengen wir schnell auf und finden dahinter zwei, ja, Totenschädel mit Bomben und Rubin. Unten links in der Ecke sieht man schon ansatzweise die große Kiste. Ja, das ist der Hauptraum eigentlich in diesem Dungeon. Der ist sehr groß und da befindet sich die große Truhe mit einem richtig geilen Item. Meinem Lieblings-Item in den Zelda-Spielen. Genau in diesem Raum sind wir jetzt gerade. Können aber
die Truhe noch nicht öffnen, denn wir haben ja noch nicht den großen Schlüssel. Müssen also hier erstmal runtergehen und entledigen uns dieser Wasserläufer. Und irgendwelche Aale springen ja auch aus diesen Löchern da oben raus und laufen dann hier lang. Und da muss man auch vorsichtig sein, seit man will, dass man Herzen verliert. Aber das glaube ich nicht so gerne. So, weg damit, Herz aufgesammelt. Und dann haben wir hier oben eine Truhe, die erscheint, nachdem wir diesen Block verschoben haben. Und da drinnen ist der Kompass. Mit dem Kompass sehen wir natürlich wieder, wo sich der Dungeon-Boss befindet. Schauen wir einmal, da oben blinkt doch auch der Totenschädel. Das heißt, im Kellergeschoss 1 befindet sich der Endboss. So, jetzt müssen wir als nächstes hier oben lang. Denn hier... Ja, doch, das sieht gut aus. Wir laufen einfach mal an den Gegner vorbei. Oh Gott, das wären so viel. Hier fliegt echt eine Menge rum. Also es ist echt Wahnsinn, wie viele Sachen hier durch die Gegend bauschen und was hier alles los ist. Und hier ist wieder ein Schlüssel unter. Oh, was ein nerviges Geräusch. Oh, ist das nervig. Ja, wenn man mal wissen möchte, wie sich Tinnitus anhört, ungefähr so. Die ganze Zeit ein permanent nervender Ton und ja, nervige Angelegenheit. Kann ich jedem nur wärmstlich nicht empfehlen. Boah, hier sind so viele Wassergegner. Also es ist schon ein bisschen nerviger. Man muss hier viel aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Gegner rennt. Man muss hier wirklich konzentriert bei der Sache sein. Ansonsten verliert man die Herzen schneller, als dass man Zelda sagen kann. Und wollen dann jetzt auch hier... Ach komm, hau ab, Skelett. Schnell den Schalter noch drücken. Nehmen wir den Boomerang dazu in die Hand und dann jetzt vorbei und können dann jetzt down den Raum fluten. Und da links sind wir wieder eine Truhe. Ich glaube sogar, da ist das Item unseres Begehrens drinne. Ich kann jetzt so viel schon mal verraten. Diesen Schalter hier müssen wir umlegen. Das erspart uns eine Menge. Denn viele meinen jetzt, oh cool, ich lasse den mal auf blau gestellt, dann kann ich hier durchgehen. Aber dem ist weit gefehlt, denn am Ende sehen wir, dass der Weg uns versperrt wird. Und nur dieser Schalter hier ist der einzige im Dungeon. Und ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ob sie dann ja denken, haha, jetzt bist du in die Sackgasse gelaufen, lauf nochmal schön zurück und leg den Schalter nochmal um. Weiß ich nicht so genau. Allerdings ist es sehr nervig, wenn man es nicht weiß. Ein Glück weiß ich das, es spart uns zumindest eine Menge Zeit. Ist hier oben ein Herz unter, dann können wir wieder schießen mit unserem Schwert. Einmal kurz gucken. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir wieder unsere Fernkampfattacke und mit der lässt es doch wunderbar leben. Ah, wieder Feuer, hau ab. Ich versuche mich mal nicht treffen zu lassen. Schnell hier runtergehen und schnell angreifen. Ah! Es ist wirklich schwer, diesen Viechern auszuweichen. Ist hier was hinter? Nein. Hier wieder runter und gut ausgewichen. So, diesen Stein, dieser Steinformation, die wir eben gesehen haben, die konnten wir nicht verschieben. Diese können wir verschieben, diese müssen wir sogar verschieben. Und können dann jetzt hier hochgehen und kommen dann ins erste Geschoss. Schieben hier einmal kurz den Stein weg und ja, lassen uns von allem treffen, was wir hier sehen. Und wollen zuerst hier runter, denn wir wollen ja alles mitnehmen, auch wenn hier ein... Ja, die Truhe ist nicht so nützlich. Allerdings, Geld ist ja immer nützlich. Von daher nehmen wir diese 20 Rubine mit und gehen jetzt nochmal hoch. An dem Dungeon hier kann man wirklich recht lange sitzen, wenn man nicht weiß, wie man ihn anzugehen hat. Aber ich bin ziemlich gut vorbereitet. Ich weiß im Ungefähren, wo wir lang müssen. Und von daher, ja, können wir den idealen Weg schon fast gehen. Und zwar müssen wir als letztes diesen Stein hier verschieben, denn hier fallen wir runter und kommen dann auch zu dieser besagten Stelle, die ich eben angesprochen habe. Diese Blöcke hier wären nach oben gefahren und wir würden halt entsprechend nicht weiterkommen und müssten nochmal schön zurückgehen. Aber das haben wir uns ja halt zum Glück erspart. Wir sammeln uns 25 Rubine und den großen Schlüssel. Fein, fein, fein. Jetzt kurz zurückgehen, wieder in den Hauptraum und dann können wir auch schon die große Truhe öffnen, in dem das begehrenswerte Item dann drinnen lagert. Schnell die Treppe hoch und dann sind wir auch schon gleich da. Diese komische Feuerschlange hier lassen wir auch mal, wenn sie uns dann mal vorbeilässt. Danke. Immer auf und ab, nervig. Schnell hier noch
Einsprung ins Wasser setzen, langschwimmen, rausspringen, Totenschädel aufnehmen, Totenschädel werfen, wieder warten, bis die Feuerschlange weg ist und schon sind wir wieder im Hauptraum. Und jetzt können wir uns endlich in die Mitte begeben. Und wir öffnen die Truhe. Und was ist drinne? The Enterhaken. Boing, der Enterhaken. Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und boing. Probier ihn an allem möglichen mal aus. Ja, ist eine boinge Angelegenheit. Mit diesem Enterhaken können wir uns jetzt hinüberziehen zu diesen Totenschädeln und sehen dann hier wieder einen Schlüssel. Und ja, der Enterhaken ist auch eine ziemlich coole Waffe gegen Gegner, denn er kann Sachen ranziehen, er kann Gegnern Schaden zufügen, dementsprechend eine richtig geile Waffe. Und man ist damit halt viel mobiler unterwegs. So, jetzt müssen wir hier raufspringen. Das ist ganz witzig. Ich erinnere mich gerade, in der GBA-Version sieht diese Treppe hier nach oben sieht ganz anders aus, weil dann kann man sich auch von hier links darüber ziehen. Hier in der Super Nintendo-Version kann man sich wohl nur aus der Mitte hier herüberziehen. Interessante Sache, nur für jeden, der das mal wissen möchte. Und dann haben wir hier wieder einen Raum und wir schauen als erstes mal nach rechts, denn ich möchte ja diesen Dungeon auch komplett zeigen. Folgen hier einmal dieser Treppe herunter und sehen, dass er hier in einen Raum führt, der überflutet ist. Unter dem Wasser befinden sich schöne Truhen, die wir natürlich auch plündern wollen. Und um wieder ein wenig Zeit zu sparen, gehe ich jetzt den richtigen Weg von vornherein, denn wir müssen hier einmal kurz dieses Viech kaputt machen. Hier Enterhaken kann man auch gut benutzen dagegen. Und hier unter ist ein Schalter. Und dieser Schalter muss belastet werden mit dieser Statue. Dann öffnet sich dieser Weg. Man könnte jetzt diesen Weg folgen, was wir auch gerade getan haben. Allerdings ist das der falsche Weg, denn hier müssen wir nicht rein. Wir müssen hier rechts hinein. Denn dieser Weg führt uns auch wieder zu so einer Feuerqualle. Hier, komm her. Hier machen wir die kleinen Viecher auch nochmal kaputt. Ja, schöne Herzen, immer her damit. Das füllt wieder Leben auf. Sehr, sehr nice. Und hier unten ist dann der Schalter, der das Wasser ablässt. Und wie wir sehen, wären wir den anderen Weg gefolgt, dann würden wir da links bei der Treppe herauskommen und könnten diesen Schalter hier nicht umstoßen. Und haben uns so wieder einige Zeit gespart. Ist nichts Dramatisches in den anderen Räumen. Den haben wir eben kurz gesehen. Da sind nur ein paar Gegner und irgendwelche Totenschädel, die irgendwelche Feuerbälle wieder werfen. Nichts Dramatisches, was wir jetzt verpasst haben. Wirklich nichts zu sehen. Aber hier haben wir wieder ein paar Truhen, ein paar Herzen. Und diese Truhen sind natürlich auch wieder mit unheimlich viel Geld gespickt. 40 Rubine an der Zahl. Sehr, sehr nice. Aber wir sind auch schon kurz vorm Ende des Dungeons. Ein Glück. Denn das ist hier einer der letzten Räume und wir wollen uns als erstes hier reinbegeben, denn hier gibt es wieder ein paar Sachen, die wir sammeln können. Und zwar hier unter, auch wenn wir voll sind, sind hier noch ein paar Rubine, die wir gerne mitnehmen können. Und, ja, die sind, ach, meine Güte, Alter. Ja, wir werden überfallen von irgendwelchen Lurchen, von irgendwelchen kaulquappenähnlichen Gegnern. Und wir konnten eben sehen, dass es rechts weitergeht. Und hier hinter diesem Wasserfall befindet sich ein Geheimgang. Den können wir folgen. Und dann kommen wir hier rein zu diesen Quallen. Und wieder ein paar Totenschädel mit Items. Aber wir sind schon so voll beladen, wir brauchen jetzt erstmal gerade nichts mehr. So, hier spüre den Enterhaken. Ah, der Enterhaken ist echt cool. Hier, kommt her. Hier gibt Enterhaken. Und damit die Items zu sich ransaugen, ist auch immer sehr, sehr cool. So, hier ist Wasser. Und hier sind irgendwelche, ja, Wasserläufer und, ja, die können wir nicht angreifen, weil die auf einer anderen Ebene sich befinden. Wir können hier nicht runterschießen. Allerdings, wir haben ja die schicken Amulette und dementsprechend benutzen wir doch einfach mal das Feueramulett. Denn ich bin mir sicher, dieses Amulett röstet die Viecher. Oder? Ja. Ziemlich komische Animation im Wasser, aber Hauptsache die Gegner sind weg. Hier legen wir nochmal eine Bombe, damit wir auch sehen, was sich dahinter befindet. Konnten eben schon einen kleinen Blick reinwerfen und sehen, da links schon ist der Endboss-Raum.
Und hier kann man sich vorher noch einmal aufladen, mit allem Nötigen, mit ein paar Herzen, ein bisschen Magie, ein paar Pfeile, ein paar Bomben. Typisch für Computerspiele, dass es immer irgendwie einen Raum gibt oder nochmal einen Checkpoint, der dich auffüllt, bevor du dann zum letzten Endboss gehst. Typisch für Videospiele halt. So, und der Endboss hier muss auch wieder besiegt werden mit dem Dungeon-Item. Argus. Noch können wir ihn nicht ganz sehen, denn er wird noch von diesen Wattebäuschen bedeckt und er hat zwei Phasen, dieser Kampf. Die erste Phase ist, dass er einfach ein bisschen durch die Gegend fliegt und seine Wattebäuschen, seine Tampons, keine Ahnung was das ist, durch die Gegend schleudert. Und wir müssen sie jetzt einen nach dem anderen mit dem Enterhaken rausziehen und dann mit dem Schwert hauen. Und das so lange machen, bis auch wirklich jeder einzelne von denen verschwunden ist. Und dann sehen wir auch schon langsam Umrisse von dem Endboss. Man kann schon ein Auge sehen. Und ja, jetzt sollten wir weglaufen, denn er kann ziemlich gut abziehen. Ich glaube, der zieht drei Herzen ab, wenn er einen trifft. Das ist schon eine Menge. Dafür, dass wir nur noch sechs Herzen haben, können wir uns nur noch zweimal treffen lassen. Dementsprechend sollten wir ein wenig vorsichtiger sein hier und schnell aufweichen. Ziehen dabei noch ein Tampon heran, ein Wattebäuschen, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, warum er sich damit tarnt. Will er sich nicht zeigen lassen? Ich meine, hübsch ist er nicht wirklich, aber... Ist das nicht nervig, die ganze Zeit irgendwelche Viecher um sein Auge herumschwirren zu lassen? Ich kenne das von meinem Hund. Ich habe einen Bobtail und wenn der ganz viele Haare vor seinen Augen hat, dann sieht er eigentlich auch nichts. Und dem muss das doch ähnlich gehen hier, diesem Endboss. So, Phase 2 ist erreicht. Der Gegner kommt jetzt auf den Boden gesprungen und ja, bounced sich hier quer durch den Raum. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, einschätzen, wo er denn lang bounced und dann mit irgendwelchen Attacken ihn dann eindecken. Wow, wir können ihn nicht verletzen mit dem Enterhaken. Aber wir müssen jetzt einfach nur berechnen, wo er landet. Und dann ist er auch kein Problem, der Gegner. So. Wir nehmen mal die Drehattacke, weil die ein bisschen mehr Schaden macht. So, komm her. Argus. Und das war's auch schon. Nicht unbedingt so schwer. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt getroffen hat. Aber, ja. Kann auch nervig sein, wenn man nicht weiß unbedingt, wie man den anzugehen hat. Ein neuer Herzcontainer. Wow, wie viele Herzen haben wir jetzt schon? 12 Stück? Ja, 12 Herzen. Und der zweite Kristall. Wir haben das zweite Mädchen befreit, hier in dem Sumpfpalast. Und es wird langsam wieder dunkel. Oh, Ben, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja. Nein, du darfst ruhig schweigen. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Und da ist hier wieder die Drehung und unser Herzenmond aufgefüllt und wir haben den Sumpfpalast erfolgreich bestanden. So, das war der zweite Dungeon, der zweite Endboss. Ein neues, cooles Item, mit dem man Gegner schön besiegen kann. Haben wir ergattert. Und machen jetzt wieder Schluss hier an dieser Stelle. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet in die nächste Episode ein. Abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne das Video oder gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!